Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Mein Name ist Stefan und heute soll es mal um das Thema Fotos optimieren für Facebook gehen, denn da gab es doch in letzter Zeit eine ganze Menge Fragen zu. Also viel Spaß dabei. Ja, Fotos optimieren bei Facebook, das ist ja ein Thema, wo es sehr viele unterschiedliche Meinungen und Lösungsansätze zu gibt. Und ich möchte euch einfach mal in diesem Video heute meinen Lösungsansatz zeigen. Ich behaupte nicht, dass das der optimale Weg ist. Ich kann euch auch nur das vermitteln, was ich bisher so an Erfahrung selber sammeln konnte. Und dazu gibt es zwei Wege. Einmal kann man das über Lightroom machen. Das ist die relativ einfache Variante. Oder man kann so ein bisschen mehr machen in Photoshop. Und ich möchte euch beide Wege mal zeigen. Ich werde natürlich dieses Foto hier noch so ein bisschen bearbeiten. Das gehört jetzt zu jedem Video ein wenig dazu. Und ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß mit beiden Wegen. Ich werde jetzt einfach mal anfangen mit dem Foto, das hier wieder ein bisschen zu bearbeiten. Ich werde hier also wieder die Lichter und die Tiefen etwas anpassen. Dann werde ich mit gedrückter Alt-Taste die Weißregler ein wenig nach oben ziehen und genauso die Schwarzregler oder den Schwarzregler etwas nach unten, um ein wenig mehr Kontrast reinzukriegen. Ich werde den Kontrast insgesamt noch ein wenig erhöhen, die Klarheit etwas runtersetzen. Ihr kennt diesen Workflow inzwischen, wenn ihr den noch nicht kennt, beziehungsweise das erste Mal jetzt auf meinem Kanal seid und ein Video schaut, dann schaut mal in die Tutorials von davor, da erkläre ich diesen Workflow noch etwas genauer. Heute soll es ja aber wirklich nur um die Optimierung für Facebook gehen und deswegen werde ich jetzt hier nicht näher drauf eingehen. So, ich werde noch einen kleinen Verlaufsfilter vielleicht setzen von oben. Da werde ich erstmal mit gedrückter Alt-Taste alles zurücksetzen, werde hier einen Verlauf setzen und das Ganze dann noch etwas abdunkeln im Himmel, damit wir hier noch ein wenig mehr das Ganze ausbalancieren können. Das sieht schon ganz gut aus. Wir werden noch ein wenig die Belichtung erhöhen und vielleicht noch vom Weißabgleich etwas mehr Richtung Sonnenuntergang gehen. Das heißt, noch etwas wärmer das Ganze machen. Ein bisschen mehr Magenta hinzufügen. Ja, das ist so schon okay. Ich werde jetzt hier weiter runtergehen. Ich werde das Bild auf jeden Fall schon mal etwas nachschärfen, denn wie ihr wisst, in RAW wird das Bild noch gar nicht nachgeschärft in der Kamera und deswegen müssen wir das auf jeden Fall in Lightroom hier machen. Mit gedrückter Alt-Taste werde ich das Ganze wieder etwas ausmaskieren. Übrigens zum Thema Schärfen habe ich letzte Woche ein Video gemacht. Da geht es dann auch etwas darum, wie man das Ganze hier noch etwas mehr ausführen kann, das Schärfen. Guckt da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich werde jetzt hier in diesen kurzen YouTube-Tutorials immer nur so eine Grundschärfe reinbringen. Chromatische Aberration werde ich noch entfernen, Profilkorrekturen aktivieren und so eine kleine Vignette werde ich reinbasteln. Ich denke mal, das sieht hier ganz gut aus. Jo, so sieht das in Ordnung aus. Und jetzt geht es um das Thema Fotos für Facebook optimieren. Das heißt, ich werde anfangen mit der Photoshop-Variante. Dafür werde ich einen Rechtsklick auf das Bild machen, bearbeiten in Photoshop. Und das kann man übrigens in jeder Photoshop-Version machen. Das ist jetzt nicht abhängig davon, dass ich jetzt hier Photoshop CC verwende, sondern das kann man auch in älteren Photoshop-Versionen machen. Da müsst ihr euch also keine Gedanken machen. So, wir haben das Foto jetzt in Photoshop geladen. Und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, was wir jetzt noch machen müssen, um das Ganze zu optimieren. Zum einen natürlich gleich am Anfang mal müssen wir uns um die Bildgröße kümmern, denn dieses Foto hat, lasst mich mal ganz kurz nachgucken, ja, ist 7360 Pixel breit, von daher noch etwas zu groß für Photoshop und das Ganze können wir jetzt etwas runterregeln. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass ich festgestellt habe, dass Facebook drei Größen für Bilder relativ gut akzeptiert. Und das sind einmal bei der langen Kante 2048 Pixel, das ist übrigens auch der Standardwert zum Beispiel bei der iPad-Auflösung. Da könnt ihr dann die besten Ergebnisse zumindest auf dem iPad zum Beispiel darstellen lassen. Ich weiß gar nicht, wie es bei Android-Tablets aussieht, aber das sind meine Erfahrungen. Übrigens, diesen Wert nutze ich selber auch immer. Also ich werde 2048 Pixel in der langen Kante nutzen, um die Bilder bei Facebook hochzuladen. Das ist der maximale Wert, den Facebook akzeptiert und den nutze ich auch, um einfach das bestmögliche Ergebnis bei Facebook dann auch zu haben. Also ich werde jetzt hier einfach mal 2048 Pixel in der Breite angeben, weil das Bild halt Querformat ist und dafür die lange Kante dann gegeben ist. Und das Ganze werde ich über den Berechnungsmodus bikubisch glatter, in Klammern Vergrößerung, machen. Denn das ist ein Modus oder das ist ein Verfahren, das Photoshop nutzt, wo das Bild nicht selber nochmal nachgeschärft wird, wenn wir es verkleinern jetzt. Und genau das möchte ich erreichen. Ich möchte es nämlich selber dann nochmal nachschärfen, um einfach die Kontrolle komplett über das Bild zu haben. Es gibt noch weitere Größen, die man hier oben eingeben kann, die Facebook
angibt, beziehungsweise wo ich selber festgestellt habe, dass es gut funktioniert. Das sind einmal 960 Pixel Breite oder 720. Ich klicke jetzt auf OK. Das Bild wird heruntergerechnet und wir können jetzt hier schon mal reinklicken. Sind jetzt in der 100% Ansicht und so haben wir jetzt ein verkleinertes Bild. Und der nächste Schritt ist dann das Nachschärfen. Und guck, wie gesagt, in das letzte Video nochmal rein, da ging es auch schon um das Thema Schärfen. Ich gehe jetzt wieder in den Scharfzeichnungsfilter und dann unscharf maskieren. Und jetzt kommt es so ein bisschen auch wieder bei den Werten darauf an, was ihr jetzt an Werten für die Bildgröße eingegeben habt. Denn das ist davon etwas abhängig. Den Schellenwert werde ich immer bei 0 Stufen lassen. Und den Radius, den stelle ich meistens jetzt so auf ungefähr 0,5 Pixel und die Stärke auf ungefähr 70. Und so könnt ihr das Bild dann nochmal extrem fein, aber gut nachschärfen. Wie gesagt, die Werte hängen so ein bisschen davon ab, was ihr jetzt an Bildgröße nehmt. Wenn ihr das Bild kleiner macht, dann könnt ihr ruhig auch bei der Stärke und bei dem Radius noch etwas weiter runtergehen, um dann ein optimales Ergebnis zu erzielen. Wenn das gemacht ist, dann klicke ich auf OK. Und was ich jetzt als nächstes noch machen möchte, um dem ganzen Bild noch etwas mehr Qualität zu geben, ist ein kleines bisschen Rauschen hinzufügen. Und das klingt jetzt erstmal komisch, denn warum sollte man ein Bild Rauschen hinzufügen? Das hat damit zu tun, dass wenn man das Bild in JPEG später abspeichert, kleine Artefakte gerade um Verläufe herum entstehen. Und die kann man ganz gut beseitigen, indem man noch so ein kleines bisschen Rauschen hinzufügt. Dann hat man diese Artefakte eben nicht mehr. Und das Ganze werde ich wieder machen über Filter, Rauschfilter und dann Rauschen hinzufügen. Und da gebe ich so ein ganz kleines bisschen, ich glaube, gucken wir einfach mal, so auf ungefähr 0,3% sollte schon ausreichen. Auf gleichmäßige Verteilung stellen, monochromatisch auch ganz wichtig. Und dann habt ihr diese Artefakte raus. Und der letzte Schritt geht jetzt einfach nur noch auf Datei und dann für Web speichern. Das ist ganz wichtig, dass ihr da nicht Speichern untermacht, sondern für Web speichern. Und jetzt habt ihr hier ein Fenster, wo ihr wirklich nochmal alle Möglichkeiten habt, alles auszuwählen. Das erste, was ich mache, ist, das Dateiformat auf JPEG zu stellen. Es gibt auch viele Leute, die sagen, PNG ist da besser und PNG ist ein Dateiformat, was Facebook nicht mehr komprimiert. Meiner Erfahrung nach ist das nicht so und ich habe mit JPEG eigentlich bisher die besten Ergebnisse erreicht, aber wie gesagt, das sind meine persönlichen Erfahrungen. Es kann natürlich bei jedem anders sein. Ich zeige euch jetzt einfach nur meinen Workflow, wie ich es mache. Also ich stelle das Ganze auf JPEG, stelle hier die Qualität einfach hier an der Seite ein und wähle hier eine Qualität von 90 aus. Dann steht das Ganze auf sehr hoch, okay. Und ganz wichtig ist dann noch, diesen Haken hier zu setzen bei in sRGB konvertieren, denn das ist ein Farbraum, den das Internet gut darstellen kann. Und wenn ihr das dann habt, dann klickt ihr einfach auf Speichern und damit ist das Bild für Facebook optimiert. Jetzt gibt es noch einen zweiten Weg, habe ich euch ja gesagt, über Lightroom. Und dieser Weg sieht so aus, wir haben das Bild hier wieder bearbeitet vor uns, wir machen wieder einen Rechtsklick drauf, exportieren. Und dann werden wir hier mal einfach, ich werde das Ganze jetzt nicht in einen Unterordner speichern, sondern wir gehen hier einfach ein bisschen weiter runter, sagen hier Bildgröße, wieder die lange Kante auf 2048 Pixel, das ist wichtig. Dann werden wir die Qualität hier noch etwas runterregeln auf ungefähr, sagen wir mal 70 und dann noch Schärfen für Bildschirm in der Stärke hoch. Das ist alles, was ihr braucht in Lightroom. Mehr kann man hier auch eigentlich gar nicht machen. Und dann klickt ihr auf Exportieren und das ganze Bild wird exportiert. Und ihr habt, wie gesagt, in beiden Programmen ein sehr gutes Ergebnis für das Web. Meiner Meinung nach kann man das in Photoshop noch ein bisschen besser machen. Also wenn man wirklich sehr darauf bedacht ist, die Qualität optimal zu nutzen, dann solltet ihr den Weg über Photoshop nehmen. Ja, das war mein Weg, wie ich das Ganze mache. Hier seht ihr jetzt einfach nochmal das Bild in Vollansicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema oder weitere Themen habt, die ihr bearbeitet haben wollt von mir mal, ich habe da schon sehr viel Feedback von euch bekommen, danke an dieser Stelle, dann postet es unten in die Kommentare, drückt den Abonnieren-Button, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Hier sind übrigens noch einige Sensorflecken, sehe ich gerade, die muss ich dann auch wegmachen. Wenn ihr die Videos von den letzten Wochen noch nicht gesehen habt, dann klickt ihr einmal auf die rechte Seite. Da geht es einmal um das selektive Nutzen der Klarheit und natürlich letzte Woche um das optimale Schärfen der Bilder. Also klickt da auf jeden Fall nochmal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Bearbeiten. Ciao!